Ja, liebe Pferdefreunde, es ist wieder mal Dienstagabend 19.30 Uhr. Freut mich, dass Sie dabei sind und ich möchte Ihnen heute Abend ein Thema mal präsentieren, was zurzeit immer wieder aufflackert und sehr aktuell diskutiert wird. Es geht um die Halswirbelsäule und dort vor allen Dingen um den sechsten und den siebten Halswirbel. Und da will ich einfach mal versuchen, Ihnen so ein bisschen die Grundlage für die Diskussion mal zu vermitteln und selbstverständlich nachher, wie üblich, Ihnen auch gerne die eine oder andere Frage beantworten. Also Veränderung am sechsten, siebten Halswirbel. Ich schalte mal um, dass wir das auch ein bisschen besser sehen können. Liegt hier ein Problem vor? Das wollen wir heute mal so ein klein bisschen beleuchten. Wie so immer beginne ich mit einer Karikatur. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Diskussion der Halswirbelsäule, dass wir ein Pferd haben wollen, das sich wohlfühlt. Das ist jetzt nicht nur der Wohlfühlfaktor in der Box oder auf der Wiese, sondern natürlich auch der Wohlfühlfaktor unter dem Reiter. Denn wir wollen ja eigentlich durch das Reiten unsere Pferde in ihrer Grundgesundheit verbessern. Wir wollen sie trainieren, wir wollen ihnen tatsächlich Muskelgruppen so ausprägen, dass sie dann also wirklich damit auch tatsächlich eine qualitativ gute oder ein gutes Gefühl, einen guten Reitkomfort auch als Pferd haben. Und das ist natürlich davon abhängig, dass die Pferde sich wohlfühlen. Und dieser Wohlfühlfaktor wird natürlich auch durch die Halswirbelsäule beeinträchtigt oder beziehungsweise bestimmt. Denn ganz im Gegensatz zum Menschen ist die Halswirbelsäule beim Pferd ein großes Balancepotenzial. Wenn das Pferd einen kurzen Hals hätte, könnte es sich nie so bewegen, geschweige denn springen, wie es das heute tut, sodass wir also ein ganz wichtiges Augenmerk auf diese sensible Struktur natürlich legen müssen. Ich will Ihnen kurz mal so ein paar Headlights geben, was ich Ihnen heute erzähle. Das ist einmal der Aufbau der Halswirbelsäule, dass wir so anatomisch so ein bisschen wissen, worüber reden wir denn eigentlich. Es geht so ein bisschen auch um den Wirbel, wobei ich das nur am Rande streiche, also am Rande ganz kurz antippe, sage ich mal. Und dann natürlich die Besonderheit des vor allen Dingen des C6, C7. C6 heißt zervikale 6, C7 zervikale 7, das heißt in der übersetzten Form Halswirbel. Halswirbel 6 und Halswirbel 7. Und dann, und das ist ein wichtiger Faktor, geht das Ganze auch in die Brustwirbelsäule über, dann in die Region des ersten Brustwirbels und damit auch in die Region der ersten Rippe. Und das Ganze ist dann ein Wort, ein lateinisches oder englisches Wort, was lateinisch natürlich geprägt ist, wie vieles in der Medizin, dieses ECVM. Und dieses ECVM, übrigens da ist ein falscher Buchstabe, sehe ich gerade, heißt ECVM. Das will ich Ihnen mal erklären, A, was es heißt und B, wie sieht die Symptomatik aus, was ist eventuell da in der Diskussion und wie kann man damit umgehen. Und zuletzt will ich so ein bisschen die Folgeproblematik auch diskutieren. Was passiert, wenn tatsächlich über einen längeren Zeitraum so eine ECVM vorliegt? Was sind so die Folgedinge, die sich eventuell installieren können und die dann natürlich weiter zu einer Problematik beim Pferd führen können? Ich gehe mal in das Pferdeskelett, das kennen Sie alle, das ist die FN-Tafel vom Pferdeskelett. Und wenn wir beim Pferdeskelett über den Hals sprechen, dann reden wir natürlich hier über diese Region, überhaupt gar keine Frage. Und diese Region ist eben eine sehr, sehr wichtige Region, hatte ich eben schon gesagt, ist eine sehr bedeutende Region, nicht nur für das Bewegen des Pferdes, sondern auch für die reiterlichen Eigenschaften des Pferdes, das wissen wir alle. Und man kann uns gut vorstellen, dass wenn dieser Hals eben nicht frei beweglich und schmerzfrei beweglich ist, dass dort auch eine deutliche Komforteinbuße beim Pferd ist. Wir gucken mal in das Pferd rein. Hier habe ich Ihnen mal ein Pferdeskelett mitgebracht und auf der rechten Seite eine Zeichnung dazu. Und Sie sehen auf der Zeichnung schon ein bisschen, ich sag mal, ausdrucksstärker gezeichnet die einzelnen Halswirbel. Das ist einmal der erste Halswirbel, der ja nun direkt am Kopf sitzt. Und dieser Atlas, der ist im Prinzip ein wichtiger statischer Wirbel, weil es im Prinzip die Hals-Kopf-Verbindung ist. Dann gibt es den zweiten, das ist der Dreher. Das heißt, an diesem zweiten Halswirbel dreht sich tatsächlich der erste gegen den zweiten und ermöglicht vor allen Dingen die Rotation, die Drehbewegung des Kopfes.
Dann gibt es die, ich sag mal, dritte, vierte, fünfte Halswirbelsituation. Die haben natürlich was mit denen und so weiter zu tun, mit der großen Achse des langen Halses zu tun, bilden ja den Hauptanteil der Achse. Und darüber, worüber wir heute jetzt doch sehr intensiver reden wollen, ist der C6, also der sechste Halswirbel und der siebte Halswirbel. Die Situation kann ich immer nur, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, für diejenigen, die öfter dabei sind. Wir haben beim Pferd 7 Halswirbel, wie bei allen anderen Säugetieren. Also ganz egal, ob wir jetzt hier über die Giraffe oder über die Maus reden, alle haben genau diese 7 Halswirbel. Sie sind unterschiedlich lang. Das heißt, Sie sehen auch hier beim Pferd, die Länge des einzelnen Wirbels ist relativ lang, denn sonst würden 7 Halswirbel eben nicht diesen doch sehr, sehr beeindruckend langen Hals produzieren können. Wenn wir jetzt über den Hals reden, müssen wir auch so ein bisschen über die Verbindung des Halses zur sonstigen Wirbelsäule reden. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann ist diese Linie, die ich Ihnen hier eingezeichnet habe, so eine gedachte Linie der Brustwirbelsäule. Die Brustwirbelsäule ist eine sehr, sehr gerade Wirbelsäule. Da bewegt sich auch wenig, denn an jedem Brustwirbel hängt ja ein Rippenpaar. Und das Rippenpaar ist, zumindest bei den ersten 8 Rippen, an dem Brustbein verwachsen, sodass das Ganze, Sie kennen den Ausdruck, als Brustkorb bezeichnet wird. Und dieser Brustkorb ist wie ein Käfig. Das heißt also, die Rippen in Verbindung mit der Wirbelsäule und dem Brustbein bilden ein geschlossenes, festes System. Das heißt, hier gibt es kaum Beweglichkeiten. Wenn wir jetzt das Pferd, jeder weiß, wie es ist, wenn wir uns aufs Pferd setzen, wir nehmen den Zügel auf, dann richtet sich das Pferd in einer gewissen Weise auf, so ähnlich wie dieses Pferd jetzt hier auf der Zeichnung. Und das Genick wird sozusagen der höchste Punkt. Und je höher wir uns da, ich sage mal, in der dressurmäßigen Arbeit dann auch entwickeln, je anspruchsvoller wird dieses Aufrichten des Halses. Sodass wir, wenn wir den Hals jetzt mal so aufrichten, wie ich das hier jetzt gezeichnet habe, besonders große Stressoren haben in dem Übergang der starren Brustwirbelsäule zur sich aufheben oder sich aufwölbenden Halswirbelsäule. Also es ist jetzt nicht nur eine Problematik der Anatomie des sechsten und siebten Halswirbels, sondern wir haben gerade in diesem Bereich auch die Situation, dass dort eine Winkelung zur sonst geraden, sehr festen Brustwirbelsäule und dem sich nach oben bewegenden, aufrecht getragenen Kopf mit hohem Genick entsteht und an dieser Stelle natürlich dann eben ein entsprechender Stresspunkt, vor allen Dingen an den oberen Anteilen dieser ersten zwei oder letzten zwei Halswirbel dann entstehen kann. Wir gehen mal in die Details. 7 Halswirbel haben wir gesagt. Wir haben, wie beim Menschen, sehr viel weniger ausdrucksstark oder weniger ausgebildet, auch eine Art Bandscheibe zwischen den Wirbelkörpern. Das, was beim Pferd eine sehr große Rolle spielt, weil eben auch eine hohe Beweglichkeit vorhanden ist. Wir bewegen zwar unseren Hals auch, aber im Verhältnis zu dem Ausschlag des Pferdehalses ist es relativ gering. Und beim Pferd haben wir dann sogenannte Facettgelenke. Das sind kleine Gelenke am Wirbelkörper, die dafür verantwortlich sind, eine gewisse Stabilität zu geben, aber gleichzeitig natürlich auch Bewegung zu ermöglichen. Das ist ein ganz, hochbelasteter Bereich und aus dem Grunde gibt es durchaus auch in diesen Bereichen, genau wie in jeden anderen Gelenken, Arthritis bzw. arthrotische Veränderungen, die dazu führen, dass die Bewegung entweder eingeschränkt oder zumindest schmerzhaft ist. So, und dann haben wir, sagte ich eben schon, unterschiedliche Bewegungsaufgaben an unterschiedlichen Halsregionen, zum Beispiel der erste und zweite Halswirbel, Atlas und Drea, machen hauptsächlich diese Rotationen, also das Drehen des Kopfes, Nicken des Kopfes allerdings auch. Dann C3 und C4 machen Beugen und Strecken, das heißt also die lange Achse, die sich nach unten oder nach oben beugt und streckt. Und C5 bis C7, also der letzte Abschnitt der Halswirbelsäule, ist dafür verantwortlich, eine gewisse Hebefunktion des Halses und in Verbindung auch mit der Rippe tatsächlich eine gewisse Stabilisatorfunktion zu haben. Wenn wir ein Pferd vor allen Dingen in der Dressur reiten und dort mit Stellung, Biegung, engen Wendungen arbeiten, dann wird dieser Wendeeffekt, diese Stellung, diese Biegung
nicht unbedingt im Bereich der Widerrisssituation oder im Brustkorbbereich stattfinden. Wir hatten eben schon festgestellt, das ist ein starres System. Alles, was mit dieser Biegung, Stellung zu tun hat, funktioniert im Wesentlichen oder zu einem Großteil im Halsbereich an den letzten drei Halswirbeln, sodass da schon eine deutliche Beweglichkeit auch abgefragt wird während der Arbeit und der Bewegung des Pferdes tagtäglich. Worüber reden wir jetzt also? Nur noch, damit man das nochmal so ein bisschen plastisch vor Augen hat. Wir reden über diesen Bereich und Sie sehen hier auch den ersten Brustwirbel. Der Brustwirbel, der ist deshalb erkennbar, weil der Brustwirbel nicht nur Rippen hat, die sehen wir hier nicht, sondern er hat auch einen sogenannten Dornfortsatz. Das heißt, einen nach oben weglaufenden, knöchernen Fortsatz, den die Halswirbel eben nicht haben. Ja, Komfort ist das eine. Und wie kriegen wir den Komfort? Indem natürlich alles passt. Und wir haben, wenn wir über die Knochen reden, natürlich immer die Komponente, dass Knochen was Statisches sind. Das Dynamische, beziehungsweise das, was das Ganze zusätzlich stabilisiert, sind die Muskeln und vor allen Dingen auch die Bandstrukturen. Und die will ich Ihnen kurz mitteilen, denn es gehört alles so ein bisschen zusammen in eine Diskussion. Wir dürfen nicht die Knochen diskutieren, ohne auf die anderen Strukturen des Halses auch wirklich, hinzugucken. Und deshalb gibt es ja, und das ist ein Thema, das uns auch immer schon lange begleitet, die Diskussion über das lange Nackenband. Das Nackenband, wir sehen es hier grün eingezeichnet, oben links in der Abzeichnung. Das Nackenband ist eigentlich ein Nackenstrang, der dann in das lange Rücken-Nackenband sozusagen übergeht. Also wenn wir das Ganze nehmen, ist es eine, Stabilisatorfunktion, die vom Kopf bis, Sie sehen es hier, bis tatsächlich über das Kreuzbein verläuft, also die gesamte Länge der Oberlinie sozusagen nachvollzieht. Im Kopf- oder Halsbereich nennen wir das eher den Nackenstrang. Und dieser Nackenstrang ist deswegen ein Nackenstrang, weil an diesem Nackenstrang nämlich noch ein zusätzliches Bandsystem dranhängt, nämlich die sogenannte Nackenplatte. So dass der Nackenstrang und die Nackenplatte, die ja dann im Prinzip den Strang mit der Wirbelsäule so ein bisschen verbindet, das eine funktionelle Einheit bildet. Man sieht es sowohl oben links in dem Skelett als auch rechts in der Zeichnung, dass dort eine doch sehr, sehr wichtige stabilisierende Funktion ausgeht von diesem Nackenstrang, der dann den Hals in einer gewissen Position ohne viel muskuläre Unterstützung tatsächlich stabilisiert oder festhalten kann. Dieses Nackenrückenband, oder ich nenne es jetzt mal Nackenstrang im Halsbereich, ist eine sehnige Struktur. Das heißt also, da ist keine muskuläre Struktur eingebaut. Es ist im Prinzip ein sehr, sehr stabiles Band. Es ist ein sehr starkes Band. Es ist ein sehr langes Band. Es ist nämlich das längste Band, was der Pferdekörper hat. Also vom Kopf bis zum Widerriss, oder sagen wir mal bis zum vierten Brustwirbel, geht dieses Band und hat eine sehr, sehr hohe Grundstabilität. Es ist zwar elastisch. Band ist deswegen Band, weil es wie ein Gummiband funktioniert, so von der Grundidee. Aber es ist schon ein sehr derbes, festes Gummiband. Es bildet dadurch natürlich auch so ein bisschen die Oberlinie des Pferdes. Das heißt also, ein stabiles Nackenband oder Nackenstrang, ein stabiler Nackenstrang erleichtert es dem Pferd in einer gewissen Aufrichtung zu laufen. Das ist eine imposante Situation, die uns natürlich sehr gut gefällt, weil es einen gewissen Stolzfaktor, sage ich mal, dann auch repräsentiert. Und von diesem Nackenband oder Nackenstrang läuft eben die Nackenplatte so ein bisschen wie so ein Fächer nach unten, auch begleitet die Muskulatur und hält aber dann statisch so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Nackenstrang und der Wirbelsäule, der Halswirbelsäule. Jetzt kommen wir zu diesem Ausdruck ECVM. Der wurde jetzt in der letzten Zeit in verschiedenen Reiterzeitschriften auch schon mal ein bisschen erklärt und ich hatte etliche Nachfragen, aus dem Grund habe ich auch das Thema für heute mal ausgewählt. Was heißt denn eigentlich ECVM? Ist ja ein Begriff, mit dem kann ja erstmal nichts anfangen. ECVM, wie gesagt, englisch-lateinisch, heißt also Equine Cervical Vertebral Malformation. So,
auch für diejenigen, die kein Englisch können, relativ erstmal noch nichts Sagendes. Aber ich übersetze es mal, es ist eine Halswirbelmissbildung beim Pferd. So kann man das so 1:1 etwa übertragen. Und diese Halswirbelmissbildung beim Pferd kommt relativ häufig vor und bezieht sich im Wesentlichen auf den 6. Halswirbel. Wir haben ja jetzt schon gelernt, der 6. Halswirbel ist relativ weit unten, kurz vorm Eingang zwischen die beiden Schulterblätter an die Brustwirbelsäule. Und dieser 6. Halswirbel hat eine Struktur, eine Anatomie, ich komme gleich dazu, ich habe Ihnen natürlich auch Beispiele mitgebracht, die also so gestrickt ist, dass also dort die entsprechenden Muskelzüge ansetzen können. Ich sagte Ihnen eben schon, Knochen alleine funktioniert nicht, sondern Knochen sind statisch. Das, was die Statik nachher zu einer dynamischen Bewegung macht, ist dann Band, vor allen Dingen aber Muskulatur. Und diese, Wirbelkörper haben verschiedene Muskelansatzstellen, damit die Muskeln auch entsprechend an ihren effektiven Stellen der knöchernen Strukturen auch ihre Arbeit leisten können. Und diese Muskelansatzstellen, die sind zum Teil bei diesem C6, also beim 6. Halswirbel, entweder verkümmert oder gar nicht vorhanden. Und das macht natürlich ein großes Problem, weil wenn Muskel nicht ansetzen kann an einem Knochen, dann kann natürlich auch dieser Knochen nicht bewegt und vor allen Dingen stabilisiert werden. Was beinhaltet aber das Wort ECVM noch? Es beinhaltet eine, Veränderung, nenne ich es mal, des 7. Halswirbels. Das heißt also, dieser 7. Halswirbel ist manchmal, nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das passiert jeden Tag und häufig, eine veränderte Struktur hat, also kleine knöcherne Zubildung, vor allen Dingen am unteren Rand des Wirbelkörpers. Häufiger mal zu sehen. Und das, was ja tatsächlich etwas ist, was man, dann doch in den vergangenen Jahren vielleicht nicht ganz so beachtet hat, ist die Ausbildung der ersten Rippe. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach darzustellen, denn die erste Rippe liegt ja sozusagen schon hinter den Schulterblättern und dann muss man schon immer so ein bisschen hin und her tricksen, in Anführungsstrichen mit dem entsprechenden Winkel, damit man mit einem Röntgengerät dann auch tatsächlich diese erste Rippe und auch den ersten Brustwirbel, an denen die Rippenpaare ja fest sind, dann auch darstellen kann. Und manche von diesen Rippen sind entweder missgebildet, also klein, schwach ausgebildet oder fehlen sogar. Und das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Ansatz für die Muskulatur. Diese erste Rippe hat eine sehr wichtige tragende Funktion, also oder zumindest eine stabilisierende Funktion als Ansatzpunkt für die Hals- und Grundhalsmuskulatur. Wo kommt denn das her? Warum gibt es das überhaupt? Also geben tut es das schon immer. Man hat immer, vielleicht in den letzten Jahren, da gab es eine amerikanische Wissenschaftlerin, die sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Ich meine, seit 2014, 15 sowas in der Größenordnung, also noch gar nicht so extrem lange, aber die sich damit sehr intensiv beschäftigt, auch sehr viele Veröffentlichungen geschrieben hat. Und da ist im Moment die Situation, dass man sich darüber Gedanken macht, es ist eine erbliche Komponente, wir gehen mal davon aus, aber es ist im Endeffekt noch nicht bewiesen, das ist so gerade der Weg, der im Moment passiert. Und man hat auch mal so ein bisschen statistisch gearbeitet, wie viele Pferde haben denn tatsächlich Veränderungen, die so in diese Richtung gehen. Man spricht von einem Drittel der Voll- und Warmblutpferde, das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Ich meine, das ist ja 30% oder 35%, sind ja nun viele Pferde. Und das sind jetzt nicht ganz klar definierte Veränderungen, sondern es verteilt sich sowohl auf Veränderungen direkt nur am 6. oder am 6. und 7. Wirbel oder tatsächlich am 6. bis zum 1. Brustwirbel oder beziehungsweise 1. Rippe. Das heißt also, wir haben eine Spannbreite, aber es bewegt sich genau in dem Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule. Wir wissen, und das ist eine Sache, da muss man, glaube ich, das Ganze so ein bisschen relativieren, dass sehr viele Pferde, die auch im großen Sport unterwegs sind und waren, so eine ECVM-Veränderung hatten. Sodass also nicht per se alles, was wir im Röntgenbild sehen, sofort den Ausschluss des Pferdes aus der Reiterei macht. Nichtsdestotrotz muss man, und das ist wie bei jeder anderen Veränderung, immer das klinische Bild, das heißt die Auffälligkeiten, die das Pferd zeigt, verbinden mit den röntgenologischen Auffälligkeiten. Und dann kann man wirklich auch dann eine, annähernd zuverlässige oder dann auch wirklich vernünftig, auch prognostisch aussagbare Diagnose treffen.
Was sicher so ist, ist, dass also dieser, ich sag mal, diese Fehlbildungen, C6, C7, erster Brustwirbel mit der entsprechenden fehlenden Rippe, eine, ich sag mal, die Stabilitätsverringerung im unteren Halswirbelbereich machen. Wir fragen uns natürlich im Nachhinein, warum gibt es Pferde zum Teil, die massive ECVM-Veränderungen haben, trotzdem bis Grand Prix gegangen sind. Das kommt daher, dass also diese Pferde häufig eine sehr, sehr gute und sehr belastbare Muskulatur ausgebildet haben. Und das ist auch das Gleiche wie im Humanbereich. Wenn knöcherne Strukturen schwach sind, versucht man physiotherapeutisch, gerade beim Menschen ist es ja ein sehr, sehr effektives Mittel, um zum Beispiel knöcherne Rückenprobleme so ein bisschen abzumildern, indem man die Muskulatur stabilisiert und stärkt. Und das macht ja der Physiotherapeut. Und jetzt nur mal, damit Sie so ein bisschen was zum Angreifen haben. Hier habe ich mal einen C6 mitgebracht. Sie sehen hier, dieser C6 hat also an dem blauen Pfeil, erkennt man das, den Ansatz eines Muskels. Und dieser Muskel ist ein wichtiger Muskel. Der macht nämlich eine gewisse Stabilisation oder Verbindungsstruktur zwischen Rumpf und Hals. Und dieser Musculus longus colli, müssen sich den Namen nicht merken, wollte ich nur sagen, da ist ein wichtiger Muskel, der hier ansetzt, der braucht natürlich diesen Ansatzpunkt. Und wenn dann auf beiden Seiten, manchmal ist es auch so, dass nur auf der einen Seite so ein Ansatz fehlt, also diese Missbildung gibt es tatsächlich, dass es nicht beidseits, sondern so einseits ist. Wenn beidseits tatsächlich dieser Muskelansatz fehlt, dann ist natürlich die Situation schwierig für das Pferd, eine stabile Kopf-Hals-Situation zu haben, weil einfach dieser Muskelbauch, diese Kraft, diese Energie, dieses Ganze statisch zu unterstützen, fehlt. Und das ist ein Thema, Sie sehen das hier nochmal ganz rechts im Bild, da ist dieser Longus Colli nochmal gezeichnet, der zieht also sozusagen in der Innenseite oder unter den Brustwirbeln heraus und verbindet sozusagen die Brustwirbelsäule mit der Halswirbelsäule über diese knöchernen Fortsätze, die die Wirbelkörper da produzieren oder im Einzelfall eben auch dann nicht haben. Und dann wird es schwierig. Wie kann man das feststellen? Eigentlich nur durchs Röntgen. Und hier ist mal so ein Bild. Ich glaube, das ist relativ eindrucksvoll. Sie sehen in der linken Hälfte des Bildes ein Röntgenbild. Es ist jetzt nur so sozusagen ein Wirbelkörper mal rausgenommen. Das ist der C6, dieser sechste Halswirbel, vorletzte Halswirbel. Sie sehen jetzt hier mal so als Beispiel eine ganz normale Bandansatzstruktur. Und wenn Sie das jetzt hier mal vergleichen, ich habe hier das Bild also als anatomisches Präparat nochmal oben unten in der linken Ecke, dann ist es im Endeffekt da auch wieder ein sehr erkennbarer Bandfortsatz. Und wenn Sie das hier bei diesem Röntgenbild sehen, dann sehen Sie, da fehlt dieser Anteil. Das heißt also, das ist natürlich für dieses Pferd unheimlich schwierig, dort eine zuverlässige, knöcherne Stabilität zu bekommen, weil einfach die Begleitstrukturen der Muskulatur nicht entsprechend ansetzen können. Das ist dann andere Seite, die sieht hier sehr gut aus und das ist also das, so soll das auch sein. Also es gibt da verschiedenste Variationen, was eventuell wo fehlen kann am Knochen. Was passiert, wenn über einen längeren Zeitraum diese Muskulatur nicht stabilisieren kann? Es kommt dazu, dass die Statik der Wirbelsäule sich verändert. Und das ist dann, was nachher wirklich Probleme macht. Und diese Pferde sind tatsächlich dann auch wirklich nicht mehr zuverlässig reitbar, wenn nämlich die Wirbelkörper subluxieren oder eine sogenannte Divergenz entsteht. Und das ist eine Fehlstellung der Halswirbelsäule in Längsrichtung. Und die habe ich Ihnen auch nochmal gleich mitgebracht. Und zwar, wenn zwei aufeinanderfolgende Wirbel, das ist dann meistens hier der C5, der C6 und der C7 oder zumindest der C6 und der C7, wenn die nicht mehr in einer gleichen Achse verlaufen, sondern eine Stufe bilden, weil einfach die Stabilität nicht ausreicht, diese Wirbel aufeinander zu halten, dann spricht man von einer Divergenz. Und das ist eine Situation, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn also die normale Position eben nicht mehr da ist, sondern es zu einem Einsinken oder Verändern der gegenseitig stabilisierenden Funktion kommt, dann werden die Wirbelgelenke extrem belastet und dadurch kommt es dann auch zu Degenerationen, also zum Beispiel Arthrosen in den sogenannten kleinen Wirbelgelenken. Hier mal ein Beispiel, oben links eine physiologische, also eine normale Situation, eine relativ gleichmäßige gerade Linie und unten rechts im Bild sehen Sie, die Linie ist hier unterbrochen. Und das ist dann etwas, was natürlich auch gerade diese Gelenkstrukturen ungleich belastet und damit im Endeffekt einen Verschleiß erhöht. Ja, Ursache klar,
die Muskulatur kann nicht ausgleichen, sie kann nicht stabilisieren, weil sie keinen Ansatzpunkt hat, wo sie wirklich effektiv diese entsprechende Muskelkraft am Skelett anbringen können. Und dann kommt es eben zu solch einen Verschieblichkeiten der Wirbelkörper und dann häufig auch zu einer sogenannten klinischen Relevanz. Das heißt, man sieht es dem Pferd auch an. Das heißt, es gibt Symptome und es gibt natürlich dann aber auch röntgenologische Befunde. Das ist ja das, was wir eben gesehen haben. Jetzt will ich natürlich Ihnen aber auch nochmal sagen, wir hatten eben gesagt, dass die Pferde, wenn man sie reitet, eine gewisse Aufrichtung kriegen. Sie erinnern diese beiden Linien, Brustwirbelsäule gerade, die stark ansteigende Halswirbelsäule und im Stressbereich, da wo also die gerade Halswirbelsäule in den nach oben abgewinkelten Bereich hineingeht, der Halswirbelsäule, gibt es natürlich den einen oder anderen Stresspunkt auch. Und hier habe ich Ihnen mal was mitgebracht. Sie sehen, hier gibt es also durch den Stress bedingt so eine kleine Ablösung, wie so ein kleines freies Knöchelstückchen, was da oben ist. Manche Dinge sind also nicht abgelöst, sondern reagieren mit einer Knochenwolke, sodass auch das durchaus zu einer Komforteinbuße führt, die allerdings überhaupt nichts mit ECVM zu tun hat, sondern eine Verschleißsituation am oberen Anteil des Wirbelkörpers ist. Die Wirbelkörper sind in der Regel intakt, aber durch dieses Aufrichten des Halses gegen die Brustwirbelsäule kommt es genau an der Stelle zu entsprechenden Reaktionen. So, jetzt sagen Sie natürlich, ist alles gut und schön, was du da erzählst mit dem ganzen ECVM, nur wie erkenne ich denn ein ECVM-Problem? Und das ist einfach eine Situation, die ist so ein bisschen breiter. Es gibt verschiedene Symptome, die müssen auch nicht zwingend alle ECVM-Grundlage haben, aber die können, vor allen Dingen, wenn sie in mehrfacher von diesen Beispielen mehrfacher Weise auftreten, schon mal einen gewissen Hinweis geben, sodass man sagt, Mensch, da müssen wir in die Richtung eventuell dann doch mal so ein bisschen nachschauen. Und das ist häufiges Stolpern zum Beispiel, unklare Lahmheiten, dann so ein bisschen wackelig insgesamt, also ich will jetzt nicht gleich sagen, dass die Pferde ataktisch sind, aber sie sind dann häufig so ein bisschen schwammig, nenne ich es vielleicht mal. Und der Reiter sagt auch, ich kriege mein Pferd gar nicht wirklich stabilisiert, es kann gar nicht wirklich genau schön geradeaus laufen, sondern ich habe immer den Eindruck, das Pferd schwimmt so ein bisschen unter mir. Störung der Losgelassenheit und natürlich bei Stellung und Biegung. Ja, das sind so die Dinge, natürlich, wir haben ja gehört, C5 bis C7 mitverantwortlich für Stellung und Biegung des Halses vor allen Dingen, aber auch, dass das eventuell dann eingeschränkt ist und das ist durchaus ein Symptom, was ernst zu nehmen ist. Gerade richten schwierig, ich denke, das ist nachvollziehbar. Rittigkeitsprobleme insofern, dass die Pferde sich nicht gerne aufrichten und sich tragen, weil eben diese Muskulatur nicht effizient genug ansetzen kann und damit im Endeffekt eher dieses Kopflastige zum Tragen kommt. Also der Reiter hat den Eindruck, das Pferd liegt ihm immer auf der Hand. Und das ist natürlich ist immer eine gute Entschuldigung, auch für einen, der vielleicht nicht ganz so intensiv und gut und vielleicht so routiniert reitet, aber es kann natürlich auch durchaus vom Pferd ausgehen, sodass man das auf jeden Fall hinterfragen sollte. Anlehnungsprobleme grundsätzlich, auch das ist ein Thema, Taktfehler vor allen Dingen bei den Tempiwechseln. Das heißt also, vom Galopp zum Trab, wenn man merkt, das Pferd fängt an zu laufen, statt wirklich zurückzukommen und sich dann wirklich gleich in diesem schwungvollen Zweitakt weiterzuentwickeln. Fehlerhafte Anlehnung, auch das ist, denke ich, gehört in dieses Thema Rittigkeitsprobleme, habe ich jetzt auch vorher schon mal. Ataxie-ähnliche Symptomatik, vor allen Dingen, wenn man so in die Kurve reitet, hat man den Eindruck, das Pferd läuft dann mit dem Hinterbein so ein bisschen gegen den äußeren Schenkel weg. Und dann auch die Situation, dass das Pferd, wenn es steht und vor allen Dingen nach dem Sprung, wenn es landen muss, auch eine, ich sag mal, keine wirkliche Komfortsituation oder sichere Situation hat. Man hat immer den Eindruck, das Pferd wird unsicher. Unsichere Pferde neigen dann auch schon mal dazu, dass sie einfach nicht mehr springen wollen. Das muss nicht unbedingt ein Unwille des Pferdes sein. Das kann auch eine Unsicherheit sein, weil einfach dieser Landeprozess für die Pferde ein Unsicherheitsfaktor und ein ungutes Gefühl gibt. Was heißt denn das, wenn man das jetzt feststellt und man sagt, okay, wir haben ECVM, ist das jetzt ein No-Go? Heißt das, dass diese Pferde überhaupt nicht mehr reitbar sind? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, Pferde, ich hatte Ihnen eben schon gesagt, die gehen tatsächlich Grand Prix damit. Wir haben manche Pferde, die dann vielleicht verkauft werden sollen, werden geröntgt. Da sagt man, Mensch, guck mal hier, der hat ja richtig eine ECVM-Veränderung, hat aber überhaupt noch nie eine Symptomatik gehabt. Insofern hat offensichtlich der Organismus so gut kompensiert, dass es für das Pferd zumindest nicht irgendwie beeinträchtigend ist.
Es gibt andere Pferde, die sind mit solchen Veränderungen tatsächlich unreitbar. Das muss man auch fairerweise sagen. Es ist also nicht so, dass alle ECVM-Pferde, das ist nur einfach ein Zufallsbefund ist, der überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, sondern ganz im Gegenteil. Diese Symptomatiken, die ich Ihnen eben gesagt habe, in Verbindung mit einer Röntgenauffälligkeit, sind allerdings sehr ernst zu nehmen. Und das Ganze muss man eben, wie gesagt, zusammenfassen. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich Ihnen mitgeben will. Nicht jedes Stolpern, nicht jedes Rittigkeitsproblem ist gleichzeitig zu ECVM, sondern wir sollten wirklich das sehr genau hinterfragen, natürlich ein Röntgenbild machen und auch eine, ich sag mal, klassische Untersuchung machen, um andere Dinge auch auszuschließen. Denn es gibt durchaus natürlich andere Gründe, warum Pferde solche Symptome zeigen. Was können wir tun? Wenn wir sagen, wir haben ein Pferd, es hat die Symptome, gibt es denn überhaupt etwas, was man tun kann? Ja, man kann versuchen, lokal dem Pferd den Komfort so ein bisschen zu verbessern. Das ist also zumindest mal nicht mehr diesen vielleicht Druckschmerz oder das, was wie das Pferd es eben bekommen hat. Und dann im Endeffekt eine Trainierbarkeit des Pferdes herzustellen. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, wie man dem Pferd spontan helfen kann. Wobei die Hilfe ist nicht unbedingt die Spritze, sondern die Hilfe ist, dass nach der Spritze das Pferd sich etwas besser fühlt und dann auch eine bessere Trainierbarkeit da entsteht. Manuelle Therapie ist etwas, was sicherlich sehr gut hilft. Physiotherapie, Krankengymnastik, ja, mit entsprechenden Übungen, Wölbeübungen, Aufwölben, das mit der Mittelpositur, entsprechende Bewegungseinheiten des Halses, auch passive Bewegungseinheiten helfen mit Sicherheit. Grundsätzlicher Muskelaufbau ist etwas, was dazugehört, damit die Muskulatur eben die fehlende knöcherne Struktur auch entsprechend überbrückt und ersetzt. Ist nicht immer erfolgreich. Das heißt also, selbst bei bestem, ich sag mal, Intuition, bei bester Unterstützung ist nicht jedes ECVM-Pferd wirklich auch zu retten oder auch reitbar. Denn das ist ja auch wieder ein Thema. Wir müssen auch so ein klein bisschen an den Reiter denken. Diese, ich sag mal, Pferde, die sehr, sehr instabil sind, die sehr häufig stolpern, haben natürlich auch ein höheres Risiko für den Reiter. Darf man nicht so ganz vergessen. Ich wollte Ihnen da so ein klein bisschen Einblick geben. Ich versuche mich so ein bisschen auch in meine 20 Minuten zu halten, weil Sie sind ja auch den ganzen Tag unterwegs und wollen ja eigentlich abends nicht noch eine ganze Vorlesungsstunde haben. Und das verstehe ich auch. Aus dem Grunde ist ja eigentlich das 20-Minuten-Format da. Manche Themen sind einfach so, die sind schwer in 20 Minuten abzuarbeiten. Aber dieses Thema hier gehörte eben auch schon ein bisschen dazu. Und ich will gerne jetzt auch im Nachgang für diejenigen, die vielleicht auch noch eine ergänzende Frage haben, diese Fragen auch beantworten. So, ich will gerade einmal umschalten hier, dann einmal schauen. Wollte mich nicht um. Gut. Ich sehe, es sind gar keine Fragen da. Das ist natürlich dann auch. Das ist insofern erstaunlich, weil ich gedacht hatte, naja, das ist ja ein Thema, was sicherlich den einen oder anderen, vor allen Dingen diejenigen, die damit zu tun haben, bestimmt ganz, ganz gut interessiert. Uli Hübner fragt, da kommt eine Frage rein, kann man fütterungstechnischen Pferden helfen? Oder kann man fütterungstechnisch solchen Pferden helfen? Wir können insofern helfen, indem wir versuchen, diese Pferde mit einem, ich sag mal, muskelaufbauenden Substanz zu unterstützen, weil ja die Muskulatur sicherlich, oder die Muskulatur, die entsprechende Ansatzpunkte hat, dort natürlich einen extrem hohen Level hat und dieser Leistungslevel hat. Und da muss man gucken, dass man die Trainingseffekte dadurch unterstützt, dass man diese Struktureiweiße gibt. Struktureiweiße ist zum Beispiel die Algeneiweiße, die es auf dem Markt gibt. Und die sind da sicherlich unterstützend sehr schön. Das ist wirklich wahr. Es gibt Pferde, die sich aufgrund dieser, ich sag mal, Komforteinbuße relativ festhalten. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit dem Orthoton aus dem Humanbereich, kennen Sie das, erarbeitet, sodass man den Pferden so ein bisschen relaxierend, also entspannende Hilfe gibt, sodass die Pferde einmal überhaupt so ein klein bisschen die Muskulatur auch richtig nutzen. Wenn die verkrampft ist, die Muskulatur, wird man sie nicht trainieren können. Also das sind so die Dinge, die ganz gut helfen, wenn es um Fütterungstechnik geht. Ich würde das Ganze kombinieren, eben wie gesagt, mit dieser physiotherapeutischen Ansatz. Bärbel Trees-Heber fragt, gibt es äußere Merkmale, die typisch sind?
Eigentlich gibt es keine wirklichen äußeren Merkmale, die typisch sind. In der Regel ist es so, dass die Pferde es sich schwer tun mit der Entwicklung der Halsmuskulatur. Also wenn Sie ein Pferd haben, was Sie sehr gut und sehr intensiv arbeiten und Sie haben so den Eindruck, Mensch, der Hals, der entwickelt sich einfach nicht. Da kommt keine Muskulatur an den Hals, an den Oberhals und dann auch an die Muskulatur vom Widerriss an die einzelnen Rippenbögen. Weil das ist ja eine Muskulatur, die kommt dann, wenn der Körper, wenn der Rumpfträger anfängt, den Brustkorb nach oben zu heben. Das macht der Rumpfträger aber nicht, wenn er nicht entsprechend diese Kopf-Hals-Verbindung hat, weil diese Balance-Situation fehlt. Also insofern, ja, man könnte schon auch da einen Bezug zu ECVM haben, indem man sagt, ja, reiterlich weit fortgeschritten oder fortgeschritten tägliches Training, aber an den entsprechenden Stellen keine entsprechende Muskelentwicklung. Sunny Miller, was sagt, kommt sowas auch bei Islandpferden vor? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe das beim Islandpferd jedenfalls noch nie erlebt. Der klassische Patient dafür ist das blutgeprägte Warmblutpferd oder der Vollblüter. Also je höher der Vollblutanteil, das ist mein persönlicher Erfahrungswert, da kann ich gar nicht wissenschaftlich absichern, je höher der Vollblutwert ist, desto mehr von diesen Problemen sehen wir. Die etwas barockeren Pferde haben es mit Sicherheit weniger oder zumindest werden sie weniger vorgestellt. Beim Isländer habe ich es noch nie gesehen, aber rein technisch kann das natürlich da auch vorkommen, selbstverständlich. Uli Hübner sagt, können kleine Muskeldellen im Bereich der Halswirbelsäule einseitig ein Hinweis sein? Muskeldellen sind kein Hinweis dafür. Muskeldellen entstehen eher durch partielle Muskelzerreißung. Sie meinen mit Sicherheit dann an der Halsseite, dass dann wirklich immer so eine kleine Kuhle entsteht, wo Sie so mit einem dicken Daumen sich da reinlegen können. Das ist auf jeden Fall nicht in Verbindung zu sehen. Jaco fragt, neigen Pferde mit ECVM auch eher zu spinaler Ataxie? Sprich, besteht dann eine grundsätzliche Neigung, Instabilität oder ist das vollständig unabhängig? Also die spinale Ataxie muss man davon trennen. Spinale Ataxie hat was zu tun mit dem Wirbelkanal und mit dem Halsmark und mit einer, ich sag mal, Subluxation der Halswirbel gegeneinander, die dann durch eine mechanische Einengung, Einschränkung des Halsmarkes zu einer Verlangsamung oder Ausschluss der weiterleitenden Impulse führen. Also insofern, das sind schon zwei Baustellen. Ich würde jetzt ECVM, trotz dass die Symptomatik im Einzelfall sicherlich irgendwo schon vergleichbar ist oder zumindest einzelne Symptome vergleichbar sind, nicht mit der spinalen Ataxie zusammen bewerten wollen. Rosi Grander sagt, mein Pferd hat sich vor 6 Wochen auf die letzten Halswirbel, Anfang Brustwirbel verrenkt. Physio ist da auch dran. Heilt das gut ab? Wenn es nur eine Verrenkung ist, heilt es in der Regel schon ab. Dann braucht man natürlich einen relativ langen Bereich, aber das ist ähnlich wie bei uns. Wenn wir uns mal den Hals verzogen haben, haben einen steifen Hals zum Beispiel, das heilt ja auch. Da muss man eben sehen, reicht eine physiotherapeutische Unterstützung, kann eventuell das ein oder andere Medikament vielleicht dem Pferd initial so helfen, dass es mal wieder zu einer Losgelassenheit kommt, denn nur die losgelassene Muskulatur kann auch tatsächlich dann wieder trainiert werden und dann ihre Aufgabe entsprechend übernehmen. Jetzt kommen doch einige Fragen. wenn 30% der Warmblüter betroffen sind, denken Sie, dass das Röntgen von ECVM zum Ankauf gehören sollte? Also, wie gesagt, diese 30% sind jetzt mal so ein, ich sag mal, Daumen-Thema. Aber ja, bei den, ich sag mal, teuren Sportpferden röntgen wir eigentlich standardmäßig immer Hals und Rücken. Also, es ist also dann, das ist Standard eigentlich schon. Obwohl der Röntgenleitfaden ja eigentlich die 18 Röntgenbilder vorgibt und da ist kein Hals und kein Rücken drin. Nur die Thematik ist natürlich, Hals und Rücken draußen in der Praxis mit mobilen Gerät zu röntgen, ist wirklich anspruchsvoll und wirklich nicht unbedingt immer einfach und nachher dann auch nicht aussagekräftig, dass man wirklich mit einer guten, überzeugenden, Einstellung dann auch eine Diagnose treffen kann. Insofern ist es, ich sag mal, günstiger, sagen wir mal vorsichtig, das Ganze mit einer großen Anlage zu schießen. Dann kriegt man auch A, mit den größeren Kassetten einen größeren Überblick und kann natürlich mit entsprechenden
Energien, Röntgenenergien, dann auch entsprechende Röntgenbilder schießen. Also insofern ist das schon so, dass wir also für Auspferde fürs Ausland sowieso, für Pferde für Dressurveranlagungen oder Dressurpferde eigentlich auch und bei den meisten Springpferden auch schon diese Hals- und Rückenthematik berücksichtigen, ja. Kommen ECVM und Skissing Spines häufiger in Kombination vor? Kann ich nicht sagen. Also es gibt sowohl als auch, aber dass das also zwingend sozusagen in einer Linie vererbt wird, das wäre ja die Konsequenz daraus, kann ich mit Sicherheit nicht ausschließen, aber ich habe es nicht in der Form beobachtet, nein. Sind Pferde mit hohem Hals, zum Beispiel Friesen, gefährdeter? Nicht unbedingt, was ECVM angeht, aber relativ ja, wenn es um die Veränderung an dem oberen Anteil dieser Wirbelkörper geht. Diese Situation, Brustwirbelsäule gerade, stark aufsteigende Halswirbelsäule, dann ist ja die Winkelung dieses ersten und zweiten Halswirbels gegen die gerade Brustwirbelsäule sehr hoch. Und da, wo der Winkeldruck entsteht, das ist am oberen Rand des Wirbelkörpers, da sitzen übrigens auch diese kleinen Zwischenwirbelgelenke, da ist im Endeffekt natürlich ein hoher Verschleißfaktor. Ja, das kann dadurch natürlich eher entstehen, muss man schon so sagen. So, in der Tiefe ist kein Problem, wenn er höher kommt, im Trab ist noch ein leichtes hinten rechts vorne sichtbar. Das bezieht sich dann wahrscheinlich irgendwo auf eine ECVM-Veränderung. Das kann ich im Moment nicht sagen. Rosi Grander, vielleicht einmal kurz noch mal eine kurze Erklärung dazu. So ganz ohne das kann ich das nicht bewerten. Ah ja, das Moment hier ist im Prinzip, Entschuldigung, Rosi Grander hatte eben schon beschrieben, mein Pferd hat sich vor 6 Wochen letzten Halsfeld einfach Brustwirbel verrenkt. Physio ist da auch schon dran. In der Tiefe ist kein Problem, wenn er höher kommt, im Trab ist noch ein leichtes hinten rechts vorne sichtbar. Ob das jetzt natürlich rein ein Halswirbelthema ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Also da wäre ich doch eher vorsichtig. Also da sollte man mal gucken, ob das tatsächlich nur in Anführungsstrichen eine Zerrung im Halsbereich ist. Wenn das wohl auch schon 6 Wochen ist, wäre mir das ein bisschen lang, was das Hinken angeht. Also insofern wäre da meine Empfehlung, dann vielleicht dann doch mal tierärztlich nachzuschauen. So, liebe Reiterfreunde, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Nee, kommen noch mal 2 Fragen, die mache ich gerne noch und dann denke ich, haben wir auch genug Fragen beantwortet. Ist für ECVM-Pferde trotzdem sinnvoll, gerade an der Halsbeweglichkeit unter dem Reiter zu arbeiten, mit Gefühl zu arbeiten und eventuell auch an Grenzen zu gehen? Sie müssen, wenn Sie einen Trainingsfaktor haben wollen, immer an eine gewisse Grenze gehen. Nur die Frage ist natürlich, wie weit reizt man diese Grenze aus? Ich würde sie nicht so weit ausreizen, weil diese Pferde in der Regel sehr bemüht sind. Pferde sind immer bemüht. Ja, wenn man sie ein bisschen motiviert, dann machen die das. Unsere heutigen Pferde, gerade so die Sportpferde, die sind wirklich, das ist ja schon ein sehr einfaches Trainieren eigentlich geworden. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, du musst das jetzt aber machen und genau die Grenze und jetzt kurz drüber. Da wäre ich vorsichtig. Wir sollten aber trotzdem die Gelenksbeweglichkeit im Bewegungsradius natürlich möglichst maximal nutzen. Ja, und vielleicht durch dieses entsprechende Einstellen auch den Bewegungsradius vielleicht auch ein bisschen im Zuge der Zeit vergrößern. Das geht, ja, das kann man durchaus machen, mit Gefühl und Wellenschlag. Das heißt also in dem Moment, wenn man merkt, hoppla, Pferd blockiert, geht dagegen, man realisiert, da ist das der Bewegungskomfort eingeschränkt, dann würde ich tatsächlich sagen, da waren wir ein bisschen zu weit, etwas nach rückwärts korrigieren. Jetzt kommen wir, ich hoffe, hat ein Jährling eine Chance auf Heilung oder Reitbarkeit? Ich gehe mal davon aus, dass der Jährling Veränderungen an dieser Halswirbelsäule im Bereich C6, C7 oder in der ersten Rippe hat. Wenn dort keine Symptomatik ist, kann das durchaus, wie gesagt, es ist nicht unbedingt, dass jedes Pferd mit diesen Veränderungen dann hochgradig klinisch relevant ist.
die meisten Jährlinge, ich sage es deswegen vorsichtig, über die wir reden, die so eine Problematik haben, gerade was so ein bisschen auffällige Stolper- und Koordinationsprobleme haben, sind dann diese spinalen Ataktiker, die wir eben hatten. Das darf man nicht in ein Boot werfen. So, das sind zwei paar völlig unterschiedliche Geschichten. Spinale Ataxie heilt nicht. ECVM heilt auch nicht, aber mit der kann das Pferd gegebenenfalls leben. Nicht alle, aber das muss man einfach abwarten. So. Anne Marten sagt, Ralf Pellmann ist an diesem Thema. Wir sind alle an dem Thema. Es ist also nicht so, dass wir dieses Thema ausgeklammert haben. Da gibt es natürlich, ich sage mal, auch unter den Kollegen immer wieder entsprechenden Austausch, gar keine Frage. Gerade diejenigen, die sich mit Sportpferden beschäftigen, wo das ja dann ein Thema ist, geht das aber schon länger. Das ist jetzt nicht so, dass das seit gestern erst bekannt ist. Also insofern ist das also ein ongoing process. So, Pierre Bern, er hatte eine Symptomatik und wurde in Kortison behandelt und er ist jetzt völlig symptomfrei. Gut, dann kann das eventuell in diese Zerrung vielleicht reinfallen. Das kann ich einfach von der Ferne sehr schwer beurteilen. Wenn er symptomfrei ist, einfach abwarten. Das ist ja noch ein Jährling, der hat ja noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Und gegebenenfalls, bevor man anfängt zu reiten, das nochmal checken lassen. Denn wie gesagt, es geht auch so ein bisschen um den Schutz des Reiters. So, liebe Reiter, es waren ja alles reiterliche Fragen. Ich danke fürs Zuhören. Hoffe, dass der eine oder andere so ein bisschen auch eine Frage beantwortet bekommen hat und freue mich natürlich, Sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu dürfen, 19:30 Uhr. Wie gesagt, freue mich auf Sie. Bis dann.